Da sind wir schon wieder. Der vierte und letzte Teil der Gameplay-Serie kurz von Darksiders. Ich hätte gerne einen kompletten Walkthrough gemacht, ich muss ehrlich sein. Aber wenn ich mir überlege, ich habe jetzt schon auf diesem Speicherstand über 18 Stunden Spielzeit drauf. Ich glaube nicht, dass ihr euch so viele Gameplay-Videos reinziehen würdet. Und von dem her, da könnte man es noch lieber gleich machen, dann kommt lieber alle da mal kurz vorbei ein Wochenende und wir zocken das Ding zusammen durch. Aber ich glaube, dann würde ich hier aber auch ein bisschen Ärger kriegen. Also von dem her, so, wir sind jetzt auf meinem Speicherstand drauf, den ich hauptsächlich spiele. Wie gesagt, der ist schon etwas länger dabei. Und schaut euch mal das Equipment an. Da sieht man auch schon gleich direkt die Sensen. Das sind diese, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das sind epische Teile, die habe ich gefunden. Den Hammer, da hatte ich vorher eigentlich noch einen schönen anderen gehabt. Den habe ich jetzt auch neu. Ich bin eigentlich ein totaler Hammerfreak, also oder eher gesagt ein Hammerspieler. Von dem her, ich mag es mit Hammer. Hier, so. So, finde ich total klasse. Ja. An sich. Ja, man sieht, ich habe ein paar Moves mittlerweile mehr schon dazugelernt. Die kann man sich zum Glück auch sehr günstig kaufen. Ich bin jetzt hier eigentlich gerade in einem Dungeon drinne, aber bevor ich den jetzt hier wirklich mit euch durchziehe, ich glaube dafür, das würde zu lange dauern. Also wenn es gut durchgeht, dann bin ich vielleicht in einem Dungeon so ungefähr mit einer halben bis dreiviertel Stunde ungefähr dabei, wenn es ein kleiner Dungeon ist. Es gab aber auch schon mal Sachen, da habe ich da wirklich 2 bis 3 Stunden in einem gehangen, weil ich mich festgefressen hatte. Und ich kam einfach nicht mehr weiter. Ich wusste einfach nicht mehr vor und zurück. So, das ist jetzt hier die Karte aus der, vom zweiten Kapitel. Nachdem man den Baum erreicht hat, denkt man sich, ah, jetzt bin ich am Ende und ist das Spiel schon vorbei, so eine Scheiße. Ja, nee, weit gefehlt. Es scheint um die 5 Kapitel zu geben und das erste Kapitel, wohlgemerkt, habe ich schon über 15 Stunden gebraucht, knapp, bis ich es durch hatte. Ungefähr, also so, doch ja, sagen wir ruhig so 13, 14 Stunden auf jeden Fall. Und so gesehen, das dann mal 5. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß dieses Game wirklich ist. Es ist absoluter Wahnsinn. Und ganz ehrlich, zu dem Preis, was man dafür bezahlt, also im Laden wird es ungefähr um die 49,95 bis 59,95 kosten. Von dem her, lasst euch nicht berappen oder belabern von wegen, ja, dieses Game ist definitiv uncut und deswegen ist es auch so teuer. Es gibt keine Cut-Version davon, da könnt ihr euch erzählen, was sie gerne wollen. Das Ding hat eine USK 16 also Kennzeichnung auf dieser CD, die ich hier habe, hat sie mit drauf und ich habe einen UK-Import. Sprich, das Ding kam drüben von den Engländern rüber und ganz ehrlich, da gibt es nichts zu schneiden an diesem Spiel. Ist aber trotzdem, obwohl es relativ unblutig ist gegenüber dem ersten Teil, immer noch unwahrscheinlich geil. Also es macht sehr viel Spaß. Und ja. Jetzt zeige ich euch mal so eine kleine Arena. Die gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das nennt sich die Feuerprobe. Im Normalfall muss man die sich... Bin mir nicht ganz sicher. Also jetzt, ich hatte bei mir in der... Ich habe die Collector's Edition. Und da gibt es eigentlich am Anfang eine Sonderwaffe, die kann man sich freischalten lassen. Das habe ich irgendwie versaut, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall habe ich die Waffe nicht bekommen. Und in dieser Sache gibt es halt noch einen zusätzlichen Pass. Und zwar zum einen hier für die Feuerprobe, das ist das hier. Und zum anderen gibt es noch einen weiteren Pass zu einer Ebene. Die ist aber leider noch nicht zugänglich, das kommt erst leider irgendwann viel später. So, und was ich jetzt hier machen werde, ich werde euch einfach mal zeigen, was diese Feuerprobe ist. Dann könnt ihr euch das auch mal kurz angucken. Wo möchtest du anfangen? Ach, du willst ganz gut. Jo, möchte ich gern. Kämpfen. Eine mutige Entscheidung. Je weiter man kommt in diesem Level, kriegt man später Gegenstände oder halt allgemein Klamotten. So, dann kann man sich dann entscheiden, entweder macht man dann weiter oder aber man nimmt die Klamotten so gesehen und geht damit raus.
So, das war jetzt zum Beispiel ein kritischer Treffer mit 4000 Punkten. Dann kriegen sie schon so ein bisschen an den Hals. So, hol den Chinesen. Und den Chinesen! Ah! Ja, es gibt auch später eine kleine Kanone, die man findet, ist aber jetzt hier in diesem Fall nicht sehr wirklich effektiv. Ah, da habe ich noch einen. Jetzt muss ich ja mal schnell einen Heiltrank nehmen. Aber merkt schon, also flüchten sollte man definitiv nicht zu sehr. Klatsch. Bam und weg. So, und jetzt ist es schon etwas heftiger. Und ich hätte mir definitiv mehr Heiltränke einpacken sollen, weil jetzt wird es nämlich. Jetzt kommen ein paar größere Dinger. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich den hier nämlich schnell genug. Oh, scheiße. Kaputt kriege, ohne viel Schaden einzustecken. Der hält nämlich verdammt viel aus. Ja, und ich glaube, das war's dann schon. Da kann ich gleich einpacken. Ja, definitiv, das war's. Ja, einmal kurz zurück zum Hauptmenü. Aber so habt ihr jetzt mal auch einen kleinen Einblick bekommen, wie das halt wirklich dann nachher läuft mit wenn es dann richtig um Kämpfe geht. Wollte ich jetzt aber eigentlich nicht weitermachen. Dann kann ich euch wenigstens hier noch einmal kurz das Inventar zeigen. Also jetzt, zurück. Das ist jetzt der Skillbaum, wie er bei mir aufgebaut ist, halt, wie gesagt, einmal komplett auf die Todesbotenschiene. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt gerne von hier drüben aus der Nekromantie noch irgendwas haben, dann kann ich hier direkt beim Aegis anfangen oder auch in der Leichenexplosion zum Beispiel. Blödsinn, beim Krähenschmaus, ne? Und kann dann so gesehen dann halt mir die Krähen dazu holen oder das Aegis oder halt noch Untote mit dabei, wenn mir das alles zu blöd werden würde. Ich könnte dann dafür auch hier zum Beispiel den Teleportschlag, den ich ja zwischendurch gerne mal gemacht habe, den könnte ich rausnehmen. Sagen wir mal, einfach mal beispielsweise, und ich nehme mir dafür komplett die Untotenschiene halt mit dazu. Müsste denn dementsprechend auch mein Equipment anpassen, weil, jetzt kommt es nämlich, die Sache hier, Baitirs Klaue, genau. Baitir, das ist derjenige, den ich vorhin meinte, dass der in der Zuflucht oder in der Schlucht oder was es war, was ich da in den letzten paar Videos gezeigt hatte, dass dieser dort drinne ist. Das ist die Spezialwaffe, die man halt von ihm kriegt. Kritischer Schaden plus 150%. Deswegen tut das Ding auch so böse weh. Falsche Taste gedrückt. Dann habe ich jetzt hier dann als Equipment. Hier ist noch schönes gefunden. Brutaler Hammer. Kritischer Schaden? Ja. Eigentlich hatte ich für vorne brutale Keule. Aber der brutale Hammer? Der sieht auch nett aus. 173 bis 415. Aua. Okay. Das ist wirklich eine brutale Keule. Ja, teste ich den einfach nachher mal aus. So, Schulterpanzer, da sieht man es hier auch, die haben jetzt alle die ganze Klamotten, die man hier zwischendurch hat, die haben einzelne Stats. Ich habe mich hier ausgerichtet auf kritischer Schaden, es gibt natürlich auch nachher sowas wie Magieschaden erhöht, zum Beispiel jetzt, ne? Oder halt auch Magieregeneration, oder eher gesagt Zornrego, die man halt dazu kriegt. Nettes Ding. Ja, der sieht schön aus. Den werde ich wohl behalten. So ist es halt. Man findet halt einen neuen Hammer und dann freut man sich, dass man so einen Hammerteil hat. Okay.
Also das auf jeden Fall dazu, zu diesem Game, zu Darksiders 2. Ganz ehrlich, für den günstigen, im Verhältnis zu dem, was man mit diesem Game bekommt, vom Umfang her, mit dem ganzen halt, vom Aufbau, die Storyline, drum und dran. Also, achso, einzige Bewertung wäre vielleicht auch nicht mal nicht schlecht. Also grafisch gesehen muss ich ehrlich sagen, hätte schöner sein können. Obwohl, ist natürlich schon, einzelne Bonuspunkte sind halt, dass einzelne Equipment-Teile sind anzusehen, egal ob es jetzt ein Umhang ist oder halt ein Armstulpen oder irgendwas anderes. Es sieht halt alles nicht unbedingt immer gleich aus. Sehr viel Mühe damit gemacht auch. Das rechne ich hoch an. Von dem her, von der Umgebung, es hat ein bisschen sehr, sehr starken WoW-Stil. Also, na okay, hatte natürlich der erste Teil auch zwar nicht so stark, aber dieser Teil... Unwahrscheinlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es erinnert einen ziemlich stark an der WoW, einfach nur, weil es übergroße Proportionen sind von der Umgebung her und man selber so ziemlich klein wirkt. Also grafisch gesehen muss ich da doch ehrlich gesagt leider eher nur, ja, großzügig 7 Punkte, mal ruhig vergeben, 7 von 10 Punkte. Gameplay ist ein bisschen hakelig, man hat es bestimmt auch vorher in den anderen Videos gesehen, mit den Wänden, mit dem Wandsprung zum Beispiel. Da faspel ich mich immer noch und das kriege ich auch immer noch nicht so ganz wirklich hin. Okay, das war jetzt der erste. Ja super, jetzt klappt's wunderbar. Im Normalfall funktioniert es halt nicht sehr wirklich. Ansonsten, so her von der Steuerung, es geht. Es hätte weitaus einfacher sein können. Man hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Einfallsreichtum für die Moves machen können, halt, was man so zwischendurch noch irgendwie halt anders kombinierbar, oder man kann die zwar alle untereinander verbinden, aber ich weiß nicht. Nicht irgendwie so ganz zufriedenstellend. Also da das Devil May Cry Feeling so gesehen vermisse ich noch. Also von dem her, wer Devil May Cry kennt, da kann man sich ja sinnlos auslassen an den Kombos und das ist einfach nur genial, aber es kommt zwar ran, aber es ist halt nicht das Wahre. Von dem her vergebe ich da auch noch mal großzügige 7 Punkte. Was Umfang des Spiels betrifft, Umfang des Spiels, sprich, wie das alles aufgebaut ist, was zählt damit bei? Jetzt hier zum Beispiel verschiedene Charakterskillungen, die man machen kann, die Hintergrundgeschichte, alles mögliche andere halt. So gesehen, der ganze Background, der noch mit dazu ist, von dem her, die haben sich da unwahrscheinlich viel Mühe mitgemacht. Und ich denke mal, das sollte man auf jeden Fall loben. Die haben da wirklich verdammt viel Arbeit reingesteckt in das Game und von dem her, das hat sich definitiv auch gelohnt. Ich muss ehrlich sagen, gebe ich volle 10 Punkte in der Hinsicht, weil es ist einfach klasse. Also das alleine, der Spielspaß an sich, gebe ich auch nochmal fette 9 Punkte, weil ehrlich gesagt, wenn ich das Ding einmal anschmeiße, ich habe gestern das Game über, ich glaube, keine Ahnung, 10 Stunden lang durchgehend gezockt. Und ich konnte einfach nicht aufhören. Man hat sich da so gesehen, wenn man sich da einmal richtig drin festgefressen hat, die Zeit fliegt weg wie sonst was. Und man merkt gar nicht, wie es draußen nur plötzlich dunkel wird. Und dann denkt man sich, Scheiße, ich wollte doch noch eigentlich ein paar andere Videos machen. Ja, das hat sich jetzt leider auf Sonntag verschoben. Von dem her dauert es ein bisschen, dass die Videos jetzt auch wahrscheinlich erst in der Woche online kommen werden. Ich hoffe, ich schaffe es so schnell wie möglich. Jetzt im Overall muss ich aber ganz ehrlich sagen, für das Geld, was man dafür bezahlt, es lohnt sich definitiv. Wer den ersten Teil gespielt hat und überlegt mir den zweiten Teil, definitiv holen. Das Game ist hammergeil. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, die Leute einzeln zu zerlegen und sich die Storyline mal anzutun. Vor allen Dingen, es ist auch kein festes Storygaming, wo man wirklich so geht, so, ich mache jetzt die Hauptstory und danach bin ich durch. Man kann sich damit auch schön Zeit lassen. Das dazu, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt da etwas mehr draus gefunden. Oder eher gesagt, ihr werdet euch vielleicht das Spiel holen oder auch nicht. Das ist ja eure Entscheidung. Ich kann es nur empfehlen auf jeden Fall. Ich würde sagen, Game on und wir sehen uns dann bald im nächsten Video.